Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video auf Wunsch eines Kommentars. Ist auf 1000%. Ich will ja nicht hier stundenlang hier sitzen. Auch 1000%. Mache ich folgende Öffnung. G2, G4, keine Ahnung, grobs Angriff oder grobs Eröffnung. Den kann man einfach so zurücknehmen. Dann muss man natürlich wieder Clear drücken. Und bei ihm muss ich einfach nur hier G4. Was er aber nicht macht. Aber ich muss nochmal clear drücken. Das ist natürlich keine Theorie. D5, unregelmäßig. Das finde ich ein bisschen schade, dass solche, sagen wir mal, unorthodoxen Eröffnungen einfach als unregelmäßig abgefrühstückt werden. Hätte es da denn so viel getan, da ja, vielleicht wäre es einfach zu viel geworden. H3. Das scheint aber noch Buch zu sein, oder? Ist wohl kein Buch mehr. Ah. Ja, C6 will natürlich die Diagonale schließen, weil sonst mit C4 gehebelt werden würde. Meinetwegen, Läufer steht G4, ist immer ganz gefährlich wegen C4. Und jetzt vermute ich gegen Experten von der Eröffnung natürlich nur. H7, H5. Das ist jetzt mal nicht ganz so brachial hier, wie Springer E5 schlägt. Oder E4, E5, F4, Dame, F6 oder E4, E5, F4, F5. Interessanterweise, diese merkwürdige Öffnung, die hat alle der. Die haben alle die Richard-Denk-Programme für sich entschieden. Sowohl E4, E5, F4, Dame, F6 als auch E4, E5, F4. Was so sehr interessant für F5 als auch dieses Springer E5 kam mit. Das ist alles von den Richard-Denk- Computern gewonnen worden. Ja, vielleicht bei der Exklusiv 4 ein bisschen zu schwach auf der Brust. Wäre vielleicht interessanter gewesen, den beschleunigt spielen zu lassen. Emulator versus Schachcomputer und dann mal zu gucken, ob der, wie das wohl ausgegangen wäre. Ha. Okay. Jetzt werden wohl die Türme getauscht. Und damit können die wohl beide, ja, zumindest der Vancouver kann mit der Öffnung wohl wenig anfangen hier. Ich lasse ihn übrigens wieder auf Risiko laufen. Vielleicht hat das dem einfach ganz gut getan. Diese F5-Sache zum Beispiel auf Risiko laufen zu lassen. Obwohl, das war eigentlich auch sehr geschlossen, die Stellung. So, E7, E5. Ja, das sieht momentan zumindest noch überhaupt gar nicht gut aus für Weiß. Schwarz konnte sich ein schönes Zentrum bilden. Was hat Weiß? Weiß hat sich den Königsflügel aufgebröselt. Mehr ist da eigentlich nicht passiert. Ich glaube, der Polka ist so von diesem Computer von damals, ist das wohl. Obwohl, ich glaube, der hat auch neben den Akademie sehr gut abgeschnitten. Vor allem auch preis-leistungstechnisch. Jetzt geht der Bau auch noch verloren. Dame G4 schlägt. Ist ein schönes Gerät, muss ich ehrlich sagen. Eine Punktmatrix, ein schönes Modul, selektive Einstellungsmöglichkeiten. Nur ein bisschen hoch gehandelt, würde ich mal sagen. Da wollen die ja teilweise ab 250 Euro haben, nur für die beiden Module, also das Polgar-Modul-Set und dieses Modul. H4, G4. Ich glaube, ich habe mir den damals hauptsächlich deswegen nicht geholt, weil ich nicht das ganze Regal voller Ed Schröder Schachcomputer haben wollte. Das hatte ich damals sogar. Ich hatte damals den Rebell, den MM4, den MM5 und den Polga. Den MM4 und MM5 konnte ich mir wieder zurückkaufen. Und den MM2, den B plus P hatte ich. MM2 weiß ich gar nicht.
Schwarz hat einen Bauern mehr. Er könnte also schon die Damen tauschen. Was würde dagegen sprechen? Damen tauschen, Läufer C5. G4, D1. Das scheint wieder dem Vancouver ja gar nicht zu liegen, die Eröffnung. G8, F6. Mir gefällt die schwarze Stellung besser. Vielleicht ist einfach grobste Öffnung. Das habe ich auch festgestellt, wenn ich das selber gespielt habe. Selbst mit diesem C4, wenn das klappt. Das wirkt doch sehr unharmonisch mit diesem G4. Muss ich ganz offen gestehen. Also mein Fall ist es jetzt nicht, das zu spielen. Dann würde ich eher noch Orang-Utan spielen, also B4. Bevor ich grob spielen würde. Da würde ich sogar noch eher favorisieren. Englische Verteidigung, also B6, E4, B6 würde ich da noch eher spielen, bevor ich erstens G4 machen würde. Das ist halt das Bequeme an solchen Eröffnungen, ist halt, wenn man das dann gut kennt, kann sein, dass es Bücher von G4 gibt, Probseröffnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn man das gut kennt, dass man dann halt nur G4 zieht. Aber da müsste man natürlich zwecks Minimalismus natürlich mit Schwarz auch irgendwas haben, was das Ganze sehr minimiert. Und ich weiß nicht, Igel-System auf alles spielen, das jetzt so der Knüller wäre. Könnte man vielleicht machen, aber was könnte man sonst machen? Englische Verteidigung auf alles. Das müsste man dann aber wirklich sehr gut kennen. So, dann stellen wir einfach da rein. Er hat es automatisch gemacht. Achso, den bauen da rein. Das ist das Bequemste. Viel bei rumgekommen ist nicht. Er hat einen Bauern weniger. Spielt gegen einen nicht allzu langsamen Polgar. Ich habe deswegen den Vancouver 16-Bit genommen. 32-Bit wäre ja nicht so fair. Und ja, sagen wir mal ehrlich, 68.030 wäre ja quasi schon lächerlich gewesen. Das ist ja schon sehr unfair. Das ist ja immer noch nur ein 8-Bitter. Obwohl man ehrlich sagen muss, bei der Olympiade hat ja der Polgar, das war so ein Prototyp von Polgar, glaube ich, 18 Megahertz, hat die erste Computer, also die erste Olympiade gewonnen. Ja, da haben wir ein paar Schachcomputer mitgespielt. Quasi eine Schach-WM mit anderem Namen, also Computer-WM. Was haben wir denn hier? Ah, der hat auch mit bis zu 68.030 teilgenommen. Das ist halt eben, wie man den erwischt. Wenn man den auf dem falschen Fuß erwischt, eröffnungstechnisch, dann kann man da bestimmt einiges rausholen. Das ist ja wie ungefähr so wie normale Großmeisterturniere. Die gehen ja auch nicht zu den Turnieren hin. Die bereiten sich ja auch darauf vor und bereiten Eröffnungsvarianten und sowas vor für die Turniere. Und so haben die das natürlich auch gemacht. Also dieser Schröder und Leng und wie sie alle hießen, die wurden natürlich auch unterstützt. Und dann haben die auch vorher das so gemacht. Ich muss vielleicht darauf achten, dass ich die Reihenfolge nicht wieder durcheinander bringe, weil ich in mehreren Etappen aufnehme. Läufer G4. Info. 1,14. Also dieser Bauer, den er wohl mehr hat. Also G4 scheint dem Vancouver ja gar nicht bekommen zu sein. Läufer F5. Läufer D3 entwickelt sich weiter. Da sollte Schwarz sich einfach weiterentwickeln. Springer D7. Ja, dann kommt als Springer D7 schlägt. Die weiße Stellung gefällt mir einfach nicht. Springer D7.
Da konnte der Vancouver ja mit dem Gambit Springer E5 schlägt doch mehr anfangen als hier mit. Oder ich hätte den auf positionell spielen oder solide spielen lassen sollen. Also ich kann diesem Grobs nicht so wirklich viel abgewinnen. Es gibt ja jemanden, den kenne ich aus Solingen, der spielt nur erstens G4. Natürlich, wenn man das dann nur spielt, dann kennt man das natürlich auch. Aber das Problem ist die wirklich jetzt so gut, dass man die jetzt, ja, selbst wenn ich die nicht kenne, habe ich da keine Probleme mit. Ich habe mal gehört, man darf nur kein D5 ziehen. G4, E5 zum Beispiel. Oder wie er das halt gemacht hat hier, wie so eine Art Karo Kann einfach. D5, C6. H5 wäre natürlich auch etwas provokant. G4, H5. E5, D7, E5. D7, E5. So, ich komme schon durcheinander, wer was macht. Ich würde das sowas ja immer noch witzig finden. Jetzt quasi ein einfaches Gehäuse, was so optisch dem angelehnt ist hier. In klein. Mit Raspberry Pi oder sowas drin. Mit kleinen Holzfigürchen. Quasi für Sammler. Rausbringen. Nicht eine Mini-NES. Das ist ja eine NES-Konsole in winzig. Nur eben so ein Schachcomputer in klein. Man müsste die aber auch normal bedienen können. Nicht nur als ja, als Dummy ins Regal stellen, man müsste dann auch richtig bedienen können und da theoretisch gegen spielen können. Und dann allerdings bitte mit Micro-USB aufladbar, falls Akkus drin sind, also die dann aufladbar. Und dann per Micro-USB an eine Steckdose per Strom, also nicht mit Netzteil oder so. Wäre vielleicht interessant, dass da überhaupt so viele geben würde, wenn das dann 59 Euro kosten würde, das Teil. Damit es bestimmt ein paar Leute geben, die sich das holen würden. Ich würde mir sowas schon holen. So ein Fidelity Elite zum Beispiel als Mini-Version. Oder so ein Super Expert Mini-Version. Interessant ist mir natürlich die Holzversion. Oder die Holzversion von einem, hier, diesem Vancouver im Mini. Das könnte ja, die Hardware könnte ja aus einem Guss sein. Also das Brett hier und das. Vielleicht auch, dass die Module nicht reinschiebbar sind. Quasi aus einem Guss hier das Ganze und dann Raspberry Pi drin. Die Knöpfe lassen sich bedienen. Mit der Punktmatrix. Das kann doch nicht so teuer sein im Bau. C6, C5. Ich weiß ja nicht, inwieweit die verfügbar wären. Da sind ja sehr viele in Revelation gelandet. Ich frage mich auch, ob beim DGT-Brett, ob sich da noch was tut, ob da nicht noch was Separates für rauskommt. Obwohl, das hat ja noch den kleinen Nachteil, dass es keine LEDs hat. Man kann einfach nicht, man spielt gegen Schachcomputer, man guckt ja aufs Brett, was er zieht. Dann sieht man ja die Züge, die er zieht. Und beim DGT-Brett ist das ja nicht der Fall. Und auch, ich hatte das mal erwähnt, diese Sprachausgabe, die ist zu langsam. Das heißt, er sagt noch Züge an, die schon, er sagt den zweiten Zug noch an und man ist schon beim fünften Zug. Meinetwegen, wenn man online spielt damit mit Sprachansage, das ist dann doch zu langsam und stört auch. Man überlegt schon über den fünften Zug und der dritte wird aber noch angesagt. Schach gesehen, Schach gegeben. Der Vancouver versucht schon, das Spiel zu öffnen. Vom Gefühl her würde ich sagen, müsste der Vancouver gewinnen, weil der einfach Endspiele erheblich, erheblich, erheblich besser spielt als der Polga. Entschuldigung, dass ich aus Versehen mich verschrieben habe beim letzten Video. Polaga. Ist mir erst im Video aufgefallen, als ich mir das angesehen habe. War aber witzig, ich fand es lustig. Mephisto Polaga. F1, G2.
Der A-Bauer könnte schon recht stark werden, auch im Nachhinein. Da muss ja nur irgendwie den A-Bauern, ja, auch im Endspiel, im reinen Endspiel, wenn B6 irgendwie geschlagen wird, dann A7, dann ist das schon tödlich. Deswegen, auch wenn ihr jemanden gegen jemanden spielt und da zieht A5, A4, A3, der wundert mich, warum macht er solche Züge? Das ist der, baut sich ja quasi schon mal einen Vorposten. Jetzt muss nur noch irgendwie dieser Bauer fallen und keine Figur sein, die das doch absichern kann. Da kommt A7, ist der Bauer schon durch. Das ist der Sinn dieser Sache. Der Bauer steht schon mal ganz gut. Deswegen auch hier A5, A4, A3 und solche Sachen. Oder H4, A5, A6. Ist ja auch momentan sehr beliebt, solche Bauernzüge. Ich glaube, sowas wird auch deswegen hauptsächlich gespielt in GM-Partien, weil es läuft eher wieder mit Normalgeschwindigkeit hier, sehe ich gerade. G3, C7. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das da natürlich auch sehr gut absichern können. Gegen, ich mache eh mal auf unlimitiert. B1, C3. Ach, er kann ihn nicht schlagen hier, weil der Läufer hinkt. Springer C3, Läufer F5. Beschleunige den doch, damit das Video nicht zu lange dauert. Nicht damit der Polger jetzt trotzdem wieder in Normalgeschwindigkeit rechnet. E8, C8, er rochiert. Ja, da wo der König, wenn der König da steht, ist nicht so ganz so die große Gefahr hier durch den Bauern. Vielleicht sollte man auf solche Züge einfach A5 ziehen. Wenn man sich ganz sicher sein will, wenn A4 kommt, dann einfach A5 oder A5, einfach A4. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das jetzt wie so gut ist, das so zu blockieren. A1, F1. Greift erstmal den Läufer an. Der kann auch nicht so ohne weiteres, dann wie Läufer E6 wird auch nicht so ohne weiteres gehen. Springer, Bauer, Läufer, dann wird aber der Bauer mit Schach fallen. Das läuft ja doch wieder normal. Na gut, läuft doch ein bisschen schneller. Ich stelle mir das ja ärgerlich vor, wenn die quasi vor so einem Turnier. Ich könnte mir vorstellen, dass so einige wohl diesen Vancouver oder was auch immer zu Hause hatten. Und dann quasi Testpartien haben spielen lassen gegen diesen Schachcomputer. Und wenn die dagegen alles gewonnen haben und dann im Turnier haben die unentschieden gespielt, das war dann doch ein bisschen blöd für die. Doch ein bisschen ärgerlich. F5, G4. Er kann den Bauer nicht ohne weiteres gewinnen. Springer, Bauer, Läufer. Da kommt Turm D2, schlägt Schach. König G3, greift den Läufer an. Können aber trotzdem nehmen, wenn er nimmt, hier nehmen. Ich glaube aber nicht, dass er Vancouver solche Geschichten macht. Das ist ein bisschen das Schöne an Vancouver, dass man diese Spielstile hat. Das ist wirklich das, was mir am Exklusiv-Genius fehlen würde. Dieses Rumspielen können am Gerät. Man hat da keinerlei Einstellmöglichkeiten. Das wäre doch schon viel wert, dass man den auf Risiko spielen lässt oder auf aggressiv oder auf passiv, dass man verschiedene Spielmöglichkeiten hat. Ich glaube nicht, dass heutzutage der Sinn eines Schachcomputers noch so sein kann, ja, Partien zu analysieren. Das wäre total Stuss. Das kann man doch viel besser mit einem PC machen. Partieanalysen. Man gibt die Partie einfach ein und lässt dann Komplettanalyse machen. Das dauert dann zwar ein bisschen, aber dann hat man die Analyse auch auf einen Blick vor sich. Da muss man nicht hier irgendwie. Ja, wie auch immer sich das machen wäre. Turm G1. Zieht nochmal den Turm. Der wird nicht warm mit der Eröffnung der Vancouver. Das ist das Problem. Er kommt einfach nicht klar damit. Ja, ist der Sinn auf Springer D2 schlägt. Wenn der König beiseite zieht, dann zieht der Läufer weg. Gibt's jetzt der nächste Bauer verloren? G7, G5. Ach so, der wollte dann den Röntgenblick auf den Bauern haben.
Springer schlägt König beiseite und dann hier meinetwegen hin. Dann der Röntgenblick, da kann ich im Schach zurück, einfach geschlagen. Na, ist ja auch ein bisschen kompliziert jetzt das Ganze. Läufer C3. Er deckt den Bauern. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen zu dieser Partie. Der Venko hat zumindest nicht so viel Ahnung von der Öffnung gehabt, dass das Ganze irgendwie sinnvoll oder harmonisch ausgesehen hat. Das war einfach nur das Aneinanderreihen von Zügen. Da kam nicht irgendwie jetzt was, dass man sagen würde, ja, das ist jetzt grobste Öffnung. Ich hätte auch nicht auf G4 schlagen lassen, sondern den Bauern durchgezogen. G4, G5 hätte ich eher favorisiert als jetzt H3. E4, C3, er nimmt jetzt noch den. Boah, kann er ja machen, hat ja was mehr. Es kommt wohl Springer schlägt C3. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, den Springer zu tauschen. Das gefällt mir nicht. Der stand doch gut, der Springer auf E4. Jetzt kann der König theoretisch nach F2. F6, F5. G1, F1. Der zieht ziemlich oft den Turm hin und her. Turm F1, Turm G1, Turm F1. Ja, jetzt will er den Bauern angreifen. Den wird er mit Turm F8 wohl jetzt abdecken. Den Bauern, ich könnte theoretisch könnte auch F4 ziehen. Dann ist das Problem, dass der Röntgenblick wieder durchzieht. Nach Turm G1. So platziert wäre eine G1. Dann König beiseite, dann, ja. Das könnte aber auch schon hier auf Dauer verloren sein, hier durch diese Bauern. Wenn die mal weiter durchziehen, bis nach G3. Dann ist das schon D4. Bauer D4. Ich greife etwas an. Springer B5. Das Problem, was ich in diesem Zug sehe, ist, wo will der Springer hin? Nach A7, da droht er was. Ja. Springer A7 schlägt Schach, aber ist das momentan ist das ja nicht Thema. Springer A3. Einzige Feld, wo er von da aus hin kann. Aber man sieht immer noch irgendwie, dass da keine Ahnung von der Eröffnung hat. Das will ich hier, kann man wirklich sagen, no capito from the opening. Aber das liegt ihm halt nicht. Scheinbar bei weißen Schlagzügen wird anscheinend das so gemacht mit nochmal klicken. Mir wird das gefallen. Könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben? Mir wird das gefallen. So ein Mini-Gerät hier. Meinetwegen 10 x 10 cm. Aber müsste schon voll funktionsfähig sein. Für 59 Euro? So ein Videospiel für PS4 oder so kostet ja auch schon, ja, bald schon 100 Euro. Also für 59 Euro, so 10 x 10 cm, so ein Modular Almeria. Zum Beispiel, aber wie gesagt, voll funktionsfähig. F1, H1. Meine Güte, ich ziehe jetzt wieder wahnsinnig schnell. Das zieht das Video wieder in die Länge. F5, F4. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Bolger das gewinnt. Ja, jetzt muss er mit dem Bauern nehmen oder mit dem Turm. Auf keinen Fall nicht mit dem Läufer, weil dann fällt ja der Bauer mit Schach. So ein Bolger Mini. Vielleicht, sie dürfen auch nicht zu winzig sein. Die Tasten müssen sich noch bedienen lassen. Aber das ist halt wie ein normaler Schachcomputer, so ein Polga halt. Aber im Mini-Format. Muss ja nicht mit Schublade sein. Kann sein, dass er durchaus als Sammlerstück will sie das bestimmt verkaufen. So 1000 Stück Auflage. Weil das, die Herstellung muss sich ja orientieren.
Und dann das Sammlerstück rausgeben, die Lage wäre bestimmt ruckzuck ausverkauft. Man müsste nur natürlich an die Rechte für das Programm rankommen. Oder von Norak sind ja einige Rechte noch offen, die ich zumindest nicht im Revelation gesehen hätte. Hier Norak Super Expert C zum Beispiel, als Minigerät. Wäre auch keine schlechte Sache. Ja, da müsst ihr vielleicht nicht komplett vollständig. Die Print-Funktion und alles kann man ja weglassen. Aber dass man dagegen gegen die verschiedenen Level spielen kann und so. Ehemals Gag-Gerät. 10x10 cm. Mini-Schachcomputer. G4, D7. Jetzt ist der Bauer gehangen auf A7. Turmstück, Läuferschach. Irre hier. Ja, irre Thomas, die Läuferschach. Ich glaube, das würde auch nicht gehen, wenn es gehen würde. Der sieht einfach König D8. Was soll denn da kommen? G2, F2. Stellt sich schon mal in Blockadeposition. Läufer C6 geht ja gar nicht. Ja. F8, E8. Da kann man wirklich sagen, der Venko hat sich aus der Öffnung nie wieder erholt. Läufer C4. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Solange der Bauer blockiert ist. Aber wie will Weiß Fortschritte machen? Mit Springer C3, D5? Dann der Drohung Springer F6. Der droht ja auf A7 zu schlagen, aber sonst ist da ja nichts. Springer C3, dann nach D5. Würde mir besser gefallen, als den Springer auf B5 stehen zu haben. 23 Minuten hat er noch, beziehungsweise was auch immer 23 Minuten hier in dieser Geschwindigkeit sind. Zumindest zieht er jetzt auch relativ flott. Sagt ja die DGT-Pi, sagt ja eigentlich die Züge an, wenn man die ans DGT-Brett anschließt? Müsste die ja eigentlich. C4, D3, das ist auch ja, sehr viel hin und her geht's hier, was der Vancouver hier veranstaltet. König G1, Turm G1, F1, G1, H1, jetzt mit dem Läufer die Spirenz hier, mit dem Läufer X mal ziehen, Läufer C4, Läufer D3. Als ob der selber nicht weiß, was er will. Will ich jetzt doch Läufer C4 ziehen oder doch Läufer D3, Turm E3? Das natürlich, die können sich natürlich so billig taktisch, können die sich nicht übers Leder ziehen. Dass der Polkert spielt auch immerhin hier, wenn er 5 MHz hatte, auch immer mit 50 MHz. Der wird der Läufer wohl dazwischen müssen. Oder Turm dazwischen. Aber warum aktiviert er seinen Turm, um dann dazwischen zu ziehen? Ich glaube, eher No Capito von der ganzen Partie. Der Polgar sieht ja auf jeden Fall wesentlich besser aus als der Vancouver. Aber wer spielt auch schon freiwillig gerne Grobseröffnung? Also, wenn ich ein Turnier spielen würde, muss ich ehrlich sagen, würde ich nicht unbedingt auf die Idee kommen, ausgerechnet Grobseröffnung zu spielen. C5, C4. Das ist jetzt ein strategischer Nutzen, oder? Warum gibt er den Bauern jetzt? Weil ihm nichts anderes einfällt? B3, C4, da nimmt er natürlich dankend an. Vor allem könnte man aus diesem Minicomputer eine Serie machen. Erst bringt man Mini XY, je nachdem, welchen man gerade bekommt, raus. Meinetwegen den
Novak oder sowas. Und dann kann man ja den nächsten rausbringen, den man noch immer bekommt. Ich könnte mir vorstellen, die verkaufen sich. Die dürfen natürlich nicht exorbitant teuer sein. So ein Miniteil für 59 Euro oder 69. G6, ach, jetzt tauscht er weg, E8. Leute, was habe ich jetzt gemacht? Fantastico. Der weiße Turm schlägt den weißen Läufer. A new star is born. Da wird er wohl den Turm dazwischen ziehen müssen. Sonst fällt ja A7. Wenn A7 fällt, da kommt das der Bauernmarsch auch nicht weit. Da ist die Figur weg. Zeitüberschreitung. E8, E7, genau. Muss er ja am Aachen. Ach, spielt jetzt auf Remis? Die ist Remis die Partie? Weil weiß den die Bauern minus hat? Oder was auch immer. E7, E8. Ja, was soll man sagen? Die Hoffnung ist schlecht genug, damit der Polgang Remis kriegt. Jetzt wird wohl wieder Turm E7 kommen. Weltmeister World Champion 1991. Das fühlt sich irgendwie für mich so an, als würden die bei Mercedes auf einer Mercedes A-Klasse den Titel Formel 1 Weltmeister draufkleben, weil es Mercedes wäre. Also noch ist es kein Remis, ja, die machen wir jetzt Remis. Weiß wohl wegen des Freibauen auf F4. Ja, sonst er hat wohl Angst, dass der König Remis, dass der König nach dem Turmtausch rüber marschiert, über diese Felder dann auf die C-Linie und sich hier die ganzen Bauern abholt, weil der Springer ja doch nicht so gut steht. Ja, was soll ich sagen? Ich würde es freiwillig nicht spielen, Grobs Eröffnung mit Weiß. Wenn ich ein Blitzturnier spielen will, dann will ich, oder Schnellturnier, ich würde nicht unbedingt Grobs auspacken. So, ich bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf Kommentarwunsch, also jetzt Grobs Eröffnung. Schreibt ruhig mehr Hoffnung in die Kommentare, was ihr so gerne hättet. Bis zum nächsten Mal.